Meditation kann die Gesundheit fördern. Doch über mögliche Risiken und Nebenwirkungen ist bislang wenig bekannt. Das ist jetzt schon das zweite Mal in dem Jahr, dass ich einen Titel von der Christenheit geklaut habe. Dämonen aus der Stille. Diesmal sogar ganz absichtlich. Das ist der Titel eines Artikels in einer, glaube, progressiven christlichen Zeitschrift, der mich dazu inspiriert hat, mal drüber nachzudenken, ob Meditation tatsächlich gefährlich sein könnte. Gefahren in der Meditation, Gefahren durch die Meditation, Gefahren für die Meditation, und die bedingen sich ja dann unter Umständen auch gegenseitig ein bisschen. Wenn wir Probleme mit der Meditation haben, es ist ja ein Teil der spirituellen Praxis, dann könnte es sein, das sage ich jetzt mal so als Hypothese, dass irgendetwas nicht ganz im Gleichgewicht ist, dass etwas aus der Balance geraten ist. Und bei der Vorbereitung des Vortrags ist mir auch aufgefallen, alle Instanzen oder Beispiele, die mir eingefallen sind, wo Meditation gefährlich werden kann oder unangenehme Nebenwirkungen hat, die haben eins gemeinsam, nämlich dass ein Teil fehlt, ein Bestandteil, nämlich die richtige Ausrichtung, die richtige Absicht in der Praxis. Einige von euch kennen den edlen achtfachen Pfad, dass man den in drei Teile einteilen kann. Und der erste Teil ist der Weisheitsteil, der besteht aus richtiger Anschauung, Samadhi, und richtiger Absicht, Samasankappa oder Sankapo im Nominativ. Man könnte auch statt richtiger Ansicht und Absicht, könnte auch sagen Sichtweise und Denkweise. Also das eine ist das, die Weisheit, die das Hier und Jetzt erfasst, wie die Dinge jetzt sind. Das andere ist die Weisheit, die sagt, wo will ich hin? Das Überschreiten des Jetzt-Zustands hin auf ein Ziel. Richtige Ansicht sieht ein Ding, so ist es. Und richtige Absicht sieht die Zusammenhänge. Könnte auch den Beziehungszusammenhang mit dem vom Hier zum angestrebten Ziel, zum Hinübergehen. Das eine ist das Erkennen, das andere ist das Wünschen oder die Ausrichtung. Diese Ausrichtung, Samasankappa, wird dreifach definiert. Der Wunsch oder die Absicht der Entsagung, des Loslassen oder Vereinfachen des Lebens, der Praxis. Das zweite ist das Nicht-Übelwollen, die Nicht-Abneigung. Und das dritte wird manchmal als Nicht-Grausamkeit übersetzt, aber Nein Chittapalo, der mal schon zweimal hier war, der hat gesagt, er versteht das mehr als Nicht-Rücksichtslosigkeit. Und das macht schon ziemlich Sinn. Rücksichtslosigkeit kann ja im Extremfall auch eine Form der Grausamkeit sein. Es ist auf jeden Fall eine Gleichgültigkeit, ein Nicht-Sehen-Wollen. Und dann werden diese drei Aspekte von richtiger Absicht wieder symmetrisch. Weil mich hat immer ein bisschen gestört, wie auch den Chittapalo, dass Nicht-Grausamkeit und Nicht-Übel-Wollen so ein bisschen ähnlich sind. Aber jetzt haben wir praktisch die Entsprechung von richtiger Absicht, die den drei Giften von Gier, Hass und Verblendung entgegenwirken soll. Wir haben noch ein anderes Wort für Absicht, Cetana. Der Unterschied will ich jetzt nicht mich groß drüber ausbreiten, aber Cetana ist mehr die Absicht im Sinne von das Wofür im strukturellen Sinne, also was in jedem Erleben steckt, während Sankappa überhaupt mehr das Denken ist, das Planen. Das wird oft missverstanden, weil der Buddha hat gesagt, dass Handlung was mit Absicht zu tun hat, im Sinne von Cetana, aber er hat nicht gesagt, dass das was mit Planen zu tun hat. Also wenn wir sagen, ich habe etwas unabsichtlich gemacht, dann meinen wir haben es ohne Wissensklarheit gemacht. Wir haben nicht genug darauf geachtet, was wir da tun. Oder wir haben es ohne Planung gemacht. Aber in jeder Handlung, auch mit der, wenn wir blind durch den Wald laufen und Ameisen tot treten, dann haben wir zwar nicht
den Plan gehabt, die zu töten, aber in jeder Handlung steckt dieses Chetana drin. Und die Absicht, dieses Wofür, was in jedem Handeln drin steckt, ist, dass es meine Handlung ist, das ist für mich. Das heißt, diese Form von Chetana steckt auch in anderen Formen des Erlebens drin. In jedem Moment, wo Bewusstsein da ist, ist auch Chetana gleichzeitig da. Manchmal wird auch gesagt, in den Jhanas gäbe es kein Chetana mehr. Das ist auch falsch. Also die Suttas sagen, dass das nicht so ist. Also dieses in Beziehung setzen zu demjenigen, der diese Jhanas erlebt, ist auch in den Vertiefungen noch da. Nur eben nicht mehr die Planung, ich mache jetzt dies und jenes. Das muss man vorher sich schon überlegt haben. Also Handlung ist spezieller als Chetana, und Chetana wird auch manchmal gleichgesetzt mit Sankhara. Da knüpfe ich jetzt an die Vorträge von Ajahn Chattamlo die letzten Male über Paticca-Samuppada. Also Sankhara ist ein genereller, allgemeinerer Begriff als Chetana. Wenn das als identisch angesehen wird, wie es eben von der Kommentarliteratur getan wird, dann kommen wir eben auf die falsche Fährte, wenn wir sagen, durch Unwissenheit bedingt ist Handlung, kämen wir dann dabei raus. Ein Arahant, wenn der etwas tut, dann nennen wir das nicht Kamma. Der hat nämlich dieses Chetana, dieses für mich Sein des Tuns nicht mehr. Das nennt man dann Kriya oder Kicca-Kriya oder so. Einfach ein Prozess, ein Vorgang, der dann stattfindet. Also Sammasankappa, die richtige Absicht, die richtige Ausrichtung unserer Handlung ist etwas, was notwendig ist, damit die Praxis ohne Gefahren ablaufen kann. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was ist denn die Kontrollinstanz, die dafür sorgt, dass diese richtige Absicht funktionieren kann? Hat jemand eine Idee? Sati. Ist naheliegend, Achtsamkeit, aber das alleine reicht noch nicht aus, weil zum Beispiel mit hoher Achtsamkeit könnte ich auch ein guter Heckenschütze werden oder ein Umsicht, ja. Appamada, genau. Das beinhaltet Achtsamkeit, aber hat noch mehr dabei. Da ist ein ethischer Standard dabei, da ist Weisheit dabei, Wissensklarheit. Umsicht oder Appamada, gibt es eine Lehrrede, wo der Buddha sagt, so wie die Dämmerung das Vorzeichen des Sonnenaufgangs ist, und zwar auf Pali heißt das Wort Vorzeichen Pupa Nimitta, ein Anzeichen, ein Nimitta, ein Merkmal. So ist Appamada, Umsicht, das Pupa Nimitta des achtfachen Pfads, also das praktisch das, was bevor der achtfache Pfad tatsächlich in unser Leben treten kann als edler achtfacher Pfad, ist Umsicht. Wenn wir Umsicht haben, sozusagen die Dämmerung vor dem Sonnenaufgang. Alternativvorschläge zur Kontrollinstanz wären Kalayanamitta, ein edler spiritueller Freund, ein Lehrer sozusagen, oder Yoniso Manasikara, weise Hinwendung, zum Grunde vordringende Hinwendung zu unserer Praxis, zu unserem allem, was wir tun, denken, erleben. Aber es gibt auch Lehrreden, wo gesagt wird, dass diese beiden abhängig sind von Umsicht, von Appamada. Das heißt, wir brauchen diese Qualität, diese Umsicht, um überhaupt zu wissen, wer ist ein edler Freund, auf wen können wir uns verlassen als Kontrollinstanz. Oder das ist die Qualität, die uns auch sagt, ob unsere Hinwendung, unsere Kontemplation richtig läuft, ob das im Sinne der vier edlen Wahrheiten läuft, als richtige Yoniso Manasikara oder eben als dieses ewige Spielchen von mir, mein und ich. Also nicht Samadhi und hau drauf, sondern da ist diese Umsicht ist erforderlich, die richtige Absicht, um zu schauen, ob alles passt in unserer Praxis. Über Energieeinsatz habe ich auch schon mal einen ganzen Vortrag gegeben. Richtige Anstrengung
nicht zu viel, nicht zu wenig. Das Gleichnis von der Laute ist vielen bekannt oder von der Vina eigentlich, ein Saiteninstrument. Wenn man die Saite zu stark spannt, haut es nicht hin. Wenn sie zu locker ist, haut es auch nicht hin, sondern muss genau richtig sein. Und die vier richtigen Anstrengungen im Sinne der korrekten Energie, des korrekten Energieeinsatzes, unheilsame Dinge, die noch nicht da sind, vermeiden. Wenn sie schon da sind, überwinden. Heilsame Dinge, die noch nicht da sind, entfalten. Und wenn sie schon da sind, erhalten. Also diese vier: vermeiden, überwinden, entfalten, erhalten. Ja, die Frage, passt noch alles in meiner Praxis? Könnte man natürlich fragen, ja, was ist damit gemeint mit diesem alles? Und ich würde es mal einfach einteilen in Gefahren, Gebiete, einmal den Körper und dann das Geistige. Beim Körper haben wir als Fehlerstromschutzschalter sozusagen den körperlichen Schmerz, der uns unter Umständen sagen kann, wann es zu viel wird. Und wir haben das Phänomen, dass mit zunehmender Sammlung Dukkha-Vedana, schmerzhafte Gefühle immer weniger werden. Normalerweise, wenn wir Gefahr laufen, uns durch die Position der Meditation, die Sitzhaltung, zu schädigen, was bei Leuten, die damit anfangen, unter Umständen der Fall sein kann, oder bei Leuten, die einen Unfall hatten, der Fall sein kann, dann haben wir den körperlichen Schmerz als Warnsignal, der uns sagt, so jetzt ist es Zeit, die Position zu verändern. Wir haben aber auch den Schmerz, der durch die Veränderlichkeit des Körpers auftritt. Das heißt, selbst wenn dem Körper nichts fehlt und wenn wir bequem da sitzen, dann wird es irgendwann trotzdem unangenehm. Selbst in der bequemsten Haltung mit noch so viel Kissen und Bänkchen, selbst in einem Polstersessel, wenn wir lange genug stillhalten. Und diese beiden auseinanderzuhalten, ist auch eine ganz wichtige Sache, wo wir Umsicht brauchen. Die Geschichte von Lungta Mahabua, als Lungpu Man gestorben war und er dann Zeit hatte, intensiv zu praktizieren, der hat dann wirklich über einen längeren Zeitraum immer die Nächte durchmeditiert, jedes Mal so 12, 13 Stunden am Stück gesessen, bis er dann ein Druckgeschwür am Hintern hatte. Also der hat sich tatsächlich das Sitzfleisch durchgesessen. Aber der hatte so starke Sammlung, dass der sich immer wieder zurückziehen konnte in tiefe Sammlung, dass er gar nichts davon mitgekriegt hat. Und dann kam er wieder raus, um den Schmerz zu kontemplieren, bis es ihm gereicht hat, und dann hat er sich wieder zurückgezogen. Das hat er so längere Zeit gemacht und hat wirklich dann körperliche Probleme dadurch bekommen. Selbst ein Schmalspur-Meditierender wie ich habe jetzt in meinem Retreat festgestellt, dass selbst so ein bisschen in die Piti-Zone reinzukommen, reicht schon aus, um das Warnsignal jetzt von einem krankheits- oder unfallbedingten Schmerz zu übertünchen oder zumindest so weit abzumildern oder so weit hinauszuzögern, dass es unter Umständen schädlich für den Körper sein kann. Also anders gesagt, bin aufgestanden nach der Meditation, konnte nicht mehr aufstehen. Also, und dann in der Folgezeit kam natürlich die Rastlosigkeit und Sorge, das Hindernis, was dann verhindert hat, dass die Meditation so tief geworden oder in der Folgezeit so tief werden konnte. Die Sorge, dass ich mir einen Schaden zufügen könnte, und das hält sich jetzt so gerade immer so die Balance. Also, und ich kämpfe auch nicht so besonders, sondern ich setze mich dann einfach anders hin, wenn hier die Sehnen wieder das Ziehen anfangen oder der Knochen. Einige von euch kennen das Wort Aditana, Entschlossenheit oder ja, Entschluss, was eine Kombination von Energie und anderen Eigenschaften ist. Und wenn da die Weisheit zu kurz kommt, dann können wir auch einen übertriebenen Ehrgeiz in unsere Praxis reinbringen. Es gibt ja die 13 Dutanga-Übungen, die letzte davon ist das stetig Sitzen. Da kann man sich auch gesundheitlich mit herrichten. Es gibt eine buddhistische Gruppe, also die nicht Theravada ist, aber wo die Ordinierten, wenn sie älter sind als 7 oder jünger als 70, sich nicht mehr hinlegen dürfen. Also die sitzen ihr ganzes Leben, bis sie 70 sind. Und einen von denen habe ich kennengelernt, der hat einen Buckel. Da
Der ist noch nicht so sehr alt, aber einfach dadurch, dass er sich nie hinlegt, hat er einen Buckel gekriegt. Andere Dinge, die zu berücksichtigen sind, ist dann auch, dass man mit solchen übertriebenen Übungen auch seine Meditationspraxis selber, das wäre jetzt eine Gefahr für die Meditation, unter Umständen ruinieren kann. Ajahn Jayasaro, das ist jemand, der hat, glaube ich, 7 Jahre das mal gemacht. Der hat mir abgeraten davon. Aus dem einen Grund, weil man ja dann im Sitzen schlafen muss auch. Und für viele von uns ist diese Sitzhaltung ein körperliches Signal, das sagt so, jetzt ist es Zeit zu meditieren. Dann ist der Geist automatisch auch bereit und sich in eine meditative Haltung zu begeben. Aber wenn für mich Sitzen auch eine Position ist, in der ich schlafe, ja, dann ist das eben das Signal, so jetzt ist Zeit, schlafen zu gehen. Also für viele ist ja die Liegemeditation ein Problem, weil Liegen eben diese Konditionierung mit sich bringt, so jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Und wenn man eben 7 Jahre lang sitzt, dann kann man eben auch die Sitzhaltung dementsprechend programmieren. Ja, ich habe mal ein Buch übersetzt von dem ehrwürdigen Janavira, der beschrieben hat, wie ihm übermäßiger Ehrgeiz in der Meditation einen Beinnervenschaden verursacht hat, weil er einfach auch zu lange gesessen hat. Und dann gibt es so an die Wand gemalte Teufelchen, die vermeintlichen Gefahren, die projiziert werden von denen, die eben nicht so viel drauf haben mit Samadhi und dementsprechend Systeme lehren, wo Sammlung verteufelt wird, dass man dann in einem nicht wahrnehmenden Bereich wiedergeboren werden kann oder dass man im Samadhi verhungern könnte. Also die Suttas sagen, dass selbst der Buddha und seine Crack-Schüler, seine besten Schüler, 7 Tage und Nächte am Stück meditiert haben. Es reicht nicht aus, um zu verhungern. Aber andererseits, ich habe auch mal in einer Biografie von einem Hindu-Weisen oder Heiligen, Sri Ramana, gelesen, dass der, also glaube ich so 17, 18 war, da hatte der so eine Phase, wo er wohl jetzt in unserer Terminologie viel in den formlosen Bereichen meditativ unterwegs war. Also der hat dann wirklich tagelang auch meditiert und wenn der rauskam, dann mussten seine Unterstützer den praktisch ein paar Bissen zwischen die Kiefer schieben, damit er noch was zu essen kriegte, weil der ist dann gleich wieder in Samadhi gegangen. Aber auch bei dem war, glaube ich, die Gefahr des Verhungerns nicht so sehr gegeben. Aber hier ist eine Illustration, wie das ist, wenn man also im Samadhi hängen bleibt. Also das, was körperliche Schäden verursacht, ist oft so eine gewisse Macho-Einstellung der Meditation gegenüber und das ist natürlich das Gegenteil von Sammasankappa, richtiger Absicht, richtiger Einstellung zur Meditation. Gibt noch was anderes, was so das Bindeglied zwischen Körper und Geist ist, das ist, was man manchmal beim Meditierenden findet, ein gestörtes Verhältnis zum Körper, zur Körperlichkeit. Wo das herkommt, da kann man dann drüber spekulieren. Vielleicht bei einigen so eine Einstellung, Sex ist schmutzig oder verdrängte Homosexualität oder vielleicht waren die mal früher Opfer sexueller Gewalt oder vielleicht kommt es aus früheren Leben. Jedenfalls, es gibt Meditierende, die ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper haben. Und für die ist natürlich die Asubha-Praxis, was wir vorhin auch rezitiert haben, dass der Körper ein Schleimbeutel ist mit Galle und Sehnen und was weiß ich alles. Ein gefundenes Fressen, um ihr negatives Selbstbild, ihr gestörtes Verhältnis dadurch noch zu verstärken. Es führt zu einer Art von vergeistigter, abgehobener Spiritualität, vergleichbar mit der christlichen Leibesabtötung, was die so also früher gemacht haben. Die haben sich da so gegeißelt und solche Sachen. Wobei das Geißeln, das geht ja noch. Was ich also ganz schrecklich finde, ist diese Vorstellung von den Herren in Hemden. Also irgendwie so, die haben Unterwäsche gehabt, die ganz fürchterlich juckt und kratzt. Und wenn es kalt ist, ist sie kalt. Und wenn es heiß ist, ist sie heiß. Also
Das sind mir unsere schönen Baumwollroben schon lieber. Ja, was ist daran falsch, wenn die Spiritualität entkörperlicht ist? Aus dem Anguttara Nikaya, 1. Buch. In einem Ding, ihr Bhikkhus, das entfaltet und oft geübt wird, entstehen noch nicht entstandene unheilsame Dinge nicht. Bereits entstandene unheilsame Dinge verschwinden. Noch nicht entstandene heilsame Dinge entstehen. Und bereits entstandene heilsame Dinge gelangen immer mehr zu Wachstum und Fülle. Unwissenheit verschwindet, Wahrwissen entsteht, der Ich-Bin-Dünkel verschwindet, die Neigungen werden ausgerodet, die Fesseln verschwinden. In welchem Ding? In der Achtsamkeit auf die Körperlichkeit. Körperachtsamkeit. Vielleicht ist jemandem was aufgefallen. Die ersten 4 Punkte, die hier genannt werden. Unheilsame Dinge, die noch nicht entstanden sind, entstehen nicht. Die unheilsamen entstandenen Dinge verschwinden. Noch nicht entstandene heilsame Dinge entstehen. Bereits entstandene heilsame Dinge gelangen zu immer mehr Wachstum und Fülle. Fällt jemand was auf? Genau. Das ist genau das, was ich vorhin über Energie gesagt habe. Das heißt, in dem Moment, wo wir Achtsamkeit auf den Körper praktiziert haben, sagen wir mal erfolgreich praktiziert haben, dann haben wir auch erfolgreich die 4 großen Anstrengungen übernommen. Das heißt, unser Energieeinsatz ist in die richtige Richtung gegangen, dadurch, dass wir Körperachtsamkeit praktiziert haben. Das ist eigentlich ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass der Körper das Feld ist, mit dem wir unsere Praxis erden können, mit dem wir unsere Praxis verankern können. Und dann auch das Umsicht und Nachlässigkeit. Wer die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit vernachlässigte, vernachlässigte das Todlose. Wer die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit nicht vernachlässigte, vernachlässigte nicht das Todlose. Ja, sehr deutliche Worte. Das ist die erste Grundlage der Achtsamkeit. Könnte man natürlich sagen, gut, es gibt ja noch 3 weitere, aber die anderen 3 beruhen letztendlich auf der Körperachtsamkeit. Das heißt, wenn wir unseren Körper ausgeblendet haben, dann sind auch die anderen 3 schon sehr schwierig zu praktizieren. Also ich meine jetzt nicht nur Körpergefühl, sondern alles Gefühl, was über die anderen Sinne reinkommt. Wenn wir keine Augen hätten, hätten wir keine Seheindrücke und das entsprechende Gefühl. Natürlich gibt es auch ein geistiges Gefühl, das ist ja auch Bestandteil der 2. Grundlage der Achtsamkeit, aber überwiegend arbeiten wir ja mit Gefühl, das über die körperlichen materiellen Sinne reinkommt. Geistesbetrachtung, Citta. Bestandteil der Geistesbetrachtung ist, Sinneseindrücke sind dominant oder sind nicht dominant. Svadhi oder eben kein Samadhi. Und selbst die 4 Jhanas beruhen ja letztendlich auf einem übrig gebliebenen Sinneseindruck, wenn man es mal so ausdrücken will. Dhammanupassana, die 4. Grundlage der Achtsamkeit. Ja. Wenn wir die Hindernisse betrachten, betrachten wir letztendlich etwas, was vom Körper abhängt. Die Erwachensglieder, Piti ist auch ein körperlich spürbares Phänomen. Dhammavicaya, Achtsamkeit, das sind alles Dinge. Die 4 edlen Wahrheiten werden von Lupumann immer wieder beschrieben. 4 edlen Wahrheiten sollen wir im Körper betrachten. Also dieses Abheben durch die Meditation vom Körper würde solche Tendenzen dieses gestörten Verhältnisses zur eigenen Körperlichkeit unter Umständen fördern, wenn wir dem nicht entgegensteuern. Ich habe bei meiner Ausbildung zum Krankenpfleger mal eine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet, in einer Station mit Depressiven. Und die hatten genau das Problem, dass die ihren Körper nicht, also klinisch Depressive, dass die ihren Körper nicht spüren. Und ein großer Teil der Therapie ging nur darum, denen wieder ein bisschen Körpergefühl nahezubringen. Also so viel zum Körper. Das meiste
was an der Meditation gefährlich sein kann, ist natürlich das Geistige. Unsere Praxis besteht, wenn wir sagen, wir praktizieren nach dem achtfachen Pfad, nicht nur aus Meditation, sondern aus Sila, Samadhi, Panya oder in der Reihenfolge des achtfachen Pfads Panya, Sila, Samadhi, also Weisheit, Ethik und dann Samadhi im Sinne von richtiger Anstrengung, richtiger Achtsamkeit, richtiger Sammlung, Geistesentfaltung oder Meditation. Das heißt, Meditation ist nur ein Teil der Praxis und Meditationsmethoden sind nur ein Teil der Meditation. Also es gibt viele Methoden, die wir verwenden können. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir mit einer Meditationsmethode zurechtkommen, dann ist das unter Umständen auch schon wieder eine Einengung, die ein Festhalten ist, was eigentlich dem Samasankappa, der richtigen Absicht des Loslassens, des Nicht-Zurückweisens, des genauen Hinschauens unter Umständen widerspricht. Aber bevor ich da in die Einzelheiten gehe, will ich jetzt mal diesen Artikel, ein paar Ausschnitte davon vorlesen. Dämonen aus der Stille. Eine Freundin hatte ihr den Kurs empfohlen, christliche Kontemplation, 10 Tage lang meditieren und schweigen. Die Wirkung des Sitzens in der Stille war unglaublich intensiv, erinnert sich Karin Förster, Name von der Redaktion geändert. Schon nach wenigen Tagen des Übens empfand sie tiefe Glücksgefühle, nahm wahr, wie Lebensenergie sie durchströmte, fühlte sich gehalten und geborgen. Diese Energie trug sie auch nach dem Kurs durch den Alltag. Ein halbes Jahr lang war ich total glücklich, sagt die 50-Jährige. Ich hatte das Gefühl, etwas gefunden zu haben, das mir vorher verschlossen war. Doch die Reise in die Stille endete nicht im Paradies. Beim Sitzen auf dem Meditationskissen begegneten ihr auch düstere und furchteinflößende Visionen. Zunehmend wurde sie überschwemmt von gewalttätigen Bildern, die sich immer schwerer abschütteln ließen. Nach einem halben Jahr, in dem Karin Förster regelmäßig übte, blieben die Glücksgefühle ganz aus. Stattdessen spürte sie eine starke innere Unruhe. Auch im Alltag überfielen sie unrealistische Ängste. Durch das Meditieren seien Kästen aufgegangen, die vorher gut verschnürt waren, sagte Karin Förster. Rückblickend stellt sie fest, ich bin in eine richtig depressive Stimmung geraten. Dann geht es weiter, dass noch wenig erforscht ist, wie Meditation so gesundheitlich wirkt, wissenschaftlich natürlich, objektiv und meistens sehr positiv dargestellt wird. Nicht immer ist es die Sehnsucht nach Transzendenz oder religiöser Erfahrung, die Menschen dazu veranlasst, eine Meditationstechnik zu erlernen. Häufig sind die Gründe sehr viel profaner, etwa der Wunsch nach Entspannung oder mehr Gelassenheit im Alltag. Doch auch psychisch belastete Menschen wenden sich zunehmend der Meditation zu, weil sie sich von ihr Hilfe erhoffen. Genährt wird diese Hoffnung auch durch die vielen guten Nachrichten der Wissenschaftler. So stellte in Berlin unter anderem Richard Davidson, einer der führenden amerikanischen Forscher, auf diesem Gebiet eine ganze Reihe positiver Auswirkungen vor. Meditieren kann den Blutdruck senken, er führt dazu, dass Entzündungen schneller heilen, stärkt das Immunsystem, kann Depressionen vorbeugen und die Stressresilienz stärken. Meditation vermag anscheinend in vielen Fällen Kranke gesund und Gesunde noch gesünder zu machen. Allheilmittel Meditation? Vor einem allzu naiven Vertrauen warnt Hans Förstel, Direktor der Münchner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Schließlich hätten manche Wahrnehmungsveränderungen während einer Meditation durchaus Ähnlichkeiten mit den Symptomen einer Psychose, berichtet er in einem launigen Vortrag, der bei den Kongressteilnehmern teilweise Gelächter, teilweise Empörung auslöste. In den 70er Jahren, als die transzendentale Meditation aufkam, seien regelmäßig Menschen in der Psychiatrie gelandet, bei denen das Mantra Murmeln psychotische Zustände ausgelöst hatte. Also das ist verkehrt. Ajahn Chattamlo mag mich korrigieren, da murmelt man keine Mantras, sondern die werden innerlich rezitiert. Ist das richtig? Ja. Über die dunkle Nacht der Seele ist wenig bekannt. Limitierte Experimentalpsychosen mögen für aufgeregte und erschöpfte Menschen mit Befindlichkeitsstörungen ergötzlich sein, sagt der Psychiater. Geradezu gefährlich könne Meditation bei schwerwiegenden Erkrankungen sein, wo es darum gehe, einen tragfähigen Kontakt mit der Lebenswirklichkeit herzustellen und nicht davor zu fliehen.
Also in Amerika gibt es jetzt schon ein Anti-Meditation-Forschungsobjekt. Dark Knight Project nennt sich das. Ja, in Deutschland fehlt es noch. Unangenehme Erfahrungen auf dem Meditationsweg können ein Warnsignal sein, sich lieber einer anderen spirituellen Praxis zuzuwenden. Sie können aber auch Symptom einer notwendigen persönlichen Krise sein. Die Unterscheidung im Einzelfall ist unter Umständen schwierig. Dann geht es darum, dass also Meditationslehrer eine gute Ausbildung haben sollen. Es reicht nicht, dass man einfach mal ein tolles Buch gelesen hat. Aber auch für Karin Förster gab es dann ein Happy End. Die furchterregenden Bilder verfolgen sie nicht mehr, dank einer Psychotherapie. Sie meditiert schon länger nicht mehr. Das schweigende Sitzen in der Gruppe tut mir nicht gut, sagt sie. Trotzdem will sie die Erfahrung mit der Meditation nicht missen. Das hat für mich alles Sinn gemacht. Und das Vertrauen, das mich etwas stützt und trägt, das hat sie heute noch. Ja, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Einmal natürlich, dass da so eine leichte Miesmacher-Tendenz dabei ist. Denn gerade in der christlichen Kirche nehmen ja die Teilnehmerzahlen ab und so eine gewisse Eifersucht oder, wie soll ich sagen, fühlen sich ein bisschen bedroht durch die anderen spirituellen Angebote. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist damit gemeint mit alternativen spirituellen Praktiken, wenn nicht Meditation? Also was könnte das sein? Das aktive soziale Leben vielleicht, so Mutter Teresa, Nächstenliebe oder Gebet oder Bhakti-Yoga. Dieses Bild von dem Yogi, was ich da habe rumgehen lassen, ist übrigens auch ein Miesmacherbild aus einem Buch Bhagavad Gita von den Hare Krishnas, also im Sinne von Bhakti-Yoga interpretiert, dass es also heutzutage nichts mehr bringt zum Meditieren, sondern man soll halt den heiligen Namen Gottes anrufen und im Bhakti-Yoga praktizieren, Hare Krishna rezitieren. Da stammt das Foto, das Bild von dem Yogi her. Das Motiv der Geborgenheit, was sie da anspricht, inwieweit lässt sich das mit richtiger Anschauung in Verbindung bringen? Kann man als guter buddhistischer Meditierender, Praktizierender sich Geborgenheit wünschen? Die Frage würde ich gerne offen lassen, und weil ich denke, dass das einen eigenen Vortrag wert ist. Also hat mich jedenfalls angeregt, da mal vielleicht in diesem Jahr noch einen Vortrag drüber zu halten. Wenn jetzt diese Praxis so aus dem Gleichgewicht gerät, kann Auswirkungen haben auf das innere Erleben, diese Dämonen, die auftauchen. Das kann Verhaltensänderungen in uns bewirken. Es könnte sich wiederum auf unseren Umgang mit anderen Menschen auswirken. Es kann sich auf unsere Meditationspraxis selber auswirken. Beispiele für das Soziale, wenn wir zum Beispiel das Element des Loslassen in unserer Praxis vergessen, etwas bekommen wollen. Und wir bekommen ja auch in der Regel, wenn wir lange genug dabei sind, auch angenehme Gefühle, angenehme Erlebnisse, aber vergessen den größeren Zusammenhang. Ein Beispiel für so jemanden: ich habe mal in einem Meditationszentrum in Thailand gearbeitet, ein Jahr lang. Da kamen alle möglichen Leute zu den Kursen, totale Anfänger oder auch alte Hasen. Bei den alten Hasen, da waren oft Leute dabei, die genaue Vorstellungen hatten, wie es denn sein müsste, wie das zu laufen hat. Und da war einer, der war dann so der Meinung, dass er einen bestimmten Platz in der Halle haben müsste. Das war wahrscheinlich in seiner Tradition so, dass man immer an dem gleichen Platz sitzt. Und dann kam es irgendwann mal vor, dass jemand anders an seinem Platz saß. Und diese Retreats waren also strikte Schweigeretreats, da war es absolut nicht drin, irgendwie zu reden. Und da ist er plötzlich explodiert und hat diesen anderen, der auf seinem Platz saß, da angebrüllt, mitten aus dem Schweigen heraus. Also das ist ein ziemlicher Schock, wenn man da mehrere Tage nicht geredet hat, und wird ja dann auch ziemlich offen, ziemlich empfänglich durch die Meditation. Plötzlich brüllt sich da einer von hinten an. Also das war ein klassisches Beispiel für irgendwie die falsche Absicht hinter der Meditation. Der konnte wahrscheinlich gut sitzen und alles, aber
die Ausrichtung, wo geht's hin, warum meditiere ich überhaupt? Und der Zusammenhang mit dem sozialen Miteinander. Das ist ja ein Aspekt von Ethik, wenn ich in einem Schweigekurs das Schweigen auch einhalte, die anderen auch respektiere. Oder vielleicht nicht nur, dass eben das Gedanken der Entsagung gefehlt haben, sondern auch im Gedanken der Nicht-Rücksichtslosigkeit. Denn das ist ja eine ziemliche Rücksichtslosigkeit. Anderes Beispiel bei meinem allerersten Meditationskurs, das war in Nepal, in so einem tibetischen Kloster, da war nur teilweise Schweigen, wir sollten also bis zum Mittagessen schweigen und dann das Mittagessen selber, da konnte man sich's raussuchen, da gab es also zwei Speisesäle, einer für die, die im Schweigen essen wollten, der andere für die, die reden wollten, und in dem Kurs war ein einziger dabei, der eine ganze Zeit geschwiegen hat. Und ich habe so weitgehend geschwiegen. Also ich hatte keine Erfahrung, ich war mein erster Kurs. Und der da geschwiegen hat, das war irgendwie mein Freund. Wir haben dann uns Nachmittag in den freien Stunden auf so einem Dach getroffen. Er hat dann so Tai Chi gemacht und ich habe Yoga gemacht. Und irgendwie war da eine Verbundenheit da ohne Worte. Ja, das erodierte dann immer mehr, das Schweigen. Und schließlich dehnte sich die Zone derjenigen, die beim Essen reden wollten, aus, und dann saßen welche in dem schweigend Essersaal und haben da gequatscht. Und dann habe ich also ein nettes kleines Bildchen gemacht, irgendwie so von einem Männchen, was so den Finger so vom Mund hält und so "Please silence" und so, habe das aufgehängt. Und dann kam einer von denen auf mich zu und hat mir die Faust vor das Gesicht gehalten. "Do you want to fight?" Da war ich auch in dem Moment also ziemlich schockiert, weil wir haben vormittags immer so die Teachings bekommen von den Lamas über Liebe und Mitgefühl und dass alle Wesen mal unsere Mutter gewesen sind. Dann hält ja jemand die Faust vor die Nase. Also dachte ich auch, also hier ist irgendwie was aus dem Gleichgewicht geraten. Aber ich will mich da selber auch nicht ausnehmen, also weil ich habe dann, da war so neben mir ein Mädel gesessen und die fand ich irgendwie ganz nett und es war ja Schweigen und dann haben wir uns immer so Notizen hin und her geschrieben. Dachte mal, naja, schauen wir mal. So. Nach dem Kurs stellte sich dann raus, das war die Freundin, von dem der die ganze Zeit geschwiegen hat. Ja, ein Beispiel für, wenn was aus dem Gleichgewicht gerät, wie das für die eigene Praxis, für die Meditation selber schlecht werden kann, ist zum Beispiel, wenn die Sammlung tiefer wird, aber die Achtsamkeit mit dem nicht Schritt hält. Ich selber habe damit nicht so die Erfahrung, aber die Kruba Ajans, die thailändischen Meister, einige von denen erzählen immer wieder, dass es eben möglich ist, dass die Sammlung, der Fokus einen Schritt voraus macht und die Achtsamkeit da nicht mit Schritt halten kann. Der Zustand, der dabei entsteht, ist natürlich dann nicht Samadhi, sondern ist eine Form von Trance. Auch dort vergeht die Zeit sehr schnell, keine Probleme da, kann einiges unter den Teppich kehren. Das nennen die dann entweder Mitcha Samadhi, falsches Samadhi, oder Moha Samadhi, vergebliches Samadhi. Da habe ich hier einen kleinen Cartoon. Weißt du, was Moha Samadhi ist? Keine Ahnung. Genau. Also wenn jemand sehr intensiv meditiert und der Geist sammelt sich, aber die Achtsamkeit kann da nicht mit Schritt halten. Es ist oft von außen feststellbar, dass Leute dann sehr vergesslich werden oder so einen desorientierten Eindruck machen. Von innen könnte man es an sich selber feststellen, zum Beispiel wenn das Schlafbedürfnis in einer Retreat-Phase, normalerweise sinkt das Schlafbedürfnis, aber wenn die Achtsamkeit nicht mit dem Samadhi Schritt halten kann, kann es eben sein, dass dieser Effekt nicht eintritt. Keine Klarheit, so hat es mir mal einer geschildert, Meditationsfreund, gesagt, der Geist wird sehr still, aber es ist keine Klarheit da und es ist schon ein gewisses Glücksgefühl da, aber nicht eben so dieses, was mit dem scharfen, präsenten Geist einhergeht, sondern so ein bisschen so ein matschiges Wohlbefinden, so ein, keine Probleme, aber nicht so richtig, eine gewisse Gleichgültigkeit. Und diese Gleichgültigkeit ist letztendlich auch eine subtile Form von Grausamkeit sich selbst gegenüber. Aber jetzt kommen wir zum Innenleben.
zu den Psychosen, zu den richtigen Dämonen. Also es gibt es tatsächlich. In dem Kloster, wo ich aufgewachsen bin als Mönch sozusagen, da war einer der Mönche, ich weiß nicht, also die haben alle gesagt, der war früher ganz normal und er hat auch eine gute Meditation gehabt am Anfang, aber irgendwann hat bei dem die Meditation eine Psychose, vermutlich Schizophrenie, das wusste keiner so ganz genau, ausgelöst. Und der ist als inzwischen gestorben, in Rom gestorben, aber die letzten 20 Jahre seines Mönchslebens hat er nicht mehr meditiert. Hat Psychopharmaka schlucken müssen, die ziemlich heftige Nebenwirkungen hatten. Ziemlich armer Kerl. Ja, sie haben damals mal gesagt, er hat Len Gassin gemacht, er hat mit Cassinas gespielt. Cassinas ist eine bestimmte Meditationsmethode, in der Regel eine Visualisierung, aber nicht nur, ich will da jetzt aber nicht näher drauf eingehen, die auch so ein bisschen verpönt ist, weil sie so ein bisschen gefährlich sein soll, hat zumindest den Ruf, etwas gefährlich zu sein. Aber ich denke, das war gar nicht so abhängig von der Meditationsmethode, dass eben bei ihm so diese Psychose ausgebrochen ist. Ja, ich selber bilde mir ein, keine Psychosen gehabt zu haben durch die Meditation, wer weiß. Aber vor mehr als 20 Jahren war ich mit einer Person, die mir sehr nahe stand, auf einem Meditationsretreat. Und dann, ja, wir haben das Schweigen strikt eingehalten, nicht kommuniziert, also auch nicht mit Blickkontakt oder gar nichts. Und dann rief mich dann der Lehrer mal zum Interview und sagte, hör mal, da die Person, die dir sehr nahe steht, mit der du gekommen bist, hat gesagt, du hättest das Schweigen gebrochen mit einer Person, dich aus dem Retreat dich unterhalten. Sag ich, was, wie, hä? Nee. Und dann kam mir aber Zweifel, weil ich halt war auch noch relativ neu, wusste auch noch nicht so ganz genau. Manchmal waren da halt auch so Erlebnisse, ein bisschen ausspacen, wie man so sagt, in der Meditation. Da dachte ich, ja, könnte das sein, dass ich vielleicht doch mit dieser anderen Person geredet habe und nur nichts davon weiß? Da sagte der Lehrer, nee, da kann ich dich beruhigen. Ich habe nämlich die Person gefragt und niemand hat mit dieser Person gesprochen. Und die Person, die dir das nahe steht, macht auch den Eindruck, nicht ganz da zu sein, nicht ganz achtsam zu sein. Im Endeffekt war, dass also dann diese Person das Retreat nicht zu Ende machen konnte und ich bin da mitgegangen, um mich um sie zu kümmern. Jetzt die Story gerade, und das ist auch das, wo ich gearbeitet habe, Wat Khao Tham. Da war die Herangehensweise eine sehr breite. Die haben sehr viele verschiedene Techniken gelehrt. Sehr viel Metta war mit drin, Kontemplation, Gehmeditation, Sitzmeditation, Stehmeditation, achtsames Arbeiten, also sehr nichts, wo man sich in irgendwas so reinrennen kann. Und mit der gleichen Person habe ich dann mal ein Retreat gemacht in einem anderen Meditationszentrum. Nur Meditation ist alles und nur eine Technik und keine vernünftige Betreuung war da. Und dann noch eine Meditationstechnik, die sowieso ein bisschen, ja, also sehr viel Mental Noting und so weiter, wo man ständig irgendwelche Meditations, irgendwas dann innerlich sagen muss, was jetzt gerade passiert. Da gibt es eben so eine Meditationstechnik. Ja, nach den 10 Tagen wiederum keinen Blickkontakt, nichts und so weiter, habe ich also dieser Person in die Augen geschaut und wusste, ist vollkommen abgedreht. Also so ein Blick, den habe ich bis heute nicht vergessen und ich habe den auch inzwischen bei anderen Meditierenden mal wieder angetroffen, wo eben die Praxis ein bisschen aus der Balance geraten ist. Also so ein bestimmter Blick und dann eben ja so Schwankungen zwischen ich bin gleich erleuchtet oder die Wächter der Hölle stehen schon vor der Tür, ich kann das Feuer schon sehen. Endete dann in der Psychiatrie. Von daher habe ich schon einen gewissen Respekt vor dem, was Meditation so auslösen kann. Also die Meditation war sicherlich nicht die Ursache, aber da sind vielleicht bestimmte Dinge schon vorhanden gewesen, die dann eben an die Oberfläche gekommen sind, die Dämonen. Ja, der Psychiater hat mir auch gesagt, dass die so 3 bis 4 Mal
jemanden kriegen aus dem Meditationszentrum pro Jahr. Es gibt auch übersinnliche Kräfte, die durch die Meditation entstehen können, dass wir uns an frühere Leben zum Beispiel erinnern, dass wir Kontakt mit anderen Daseinsbereichen haben, dass wir Gedanken lesen können, dass wir tiefe Einsichten haben, was weiß ich, was alles, schweben. Aber all diese Dinge sind nicht nur spaßig, die können unter Umständen auch ziemlich traumatisch sein. Sich an irgendwelche Sachen erinnern, weil man jetzt plötzlich die Kraft hat, an frühere Erinnerungen ranzukommen, aber nicht die Kraft, mit dem Leiden, was man aus gutem Grund vergessen hat, fertig zu werden. Also ich habe am Anfang meiner Meditationspraxis auch mal so immer weiter zurückerinnern, immer weiter zurückerinnern, und wenn die Sammlung dann ein bisschen stark ist, man ruht sich an einer Stelle aus, wo man sich deutlich erinnern kann, dann kann man noch einen Schritt zurückgehen und noch einen Schritt und immer weiter. Also ich kann mich nicht an frühere Leben erinnern, aber ich habe Erinnerungen, kamen damals hoch, da war ich also noch kein halbes Jahr alt. Und war ich 3 Tage lang erschüttert davon. Wie kann man überhaupt unterscheiden, ob jemand jetzt übersinnliche Wahrnehmungen hat oder einfach ob dem die Sinne verwirrt sind, ob der eine Psychose hat? Wie kann man das unterscheiden? Die Frage habe ich Lumpur Tongding mal gestellt. Und er hat gesagt, der Unterschied ist die Achtsamkeit. Jetzt hat aber dieser Idiom of Thai, Maimi Sati, jemand hat keine Achtsamkeit, hat auch die Bedeutung, jemanden sind die Sinne verwirrt, jemand hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, jemand ist durcheinander. Maimi Sati, diese Person hat keine Achtsamkeit, bedeutet unter Umständen, diese Person hat wirklich den Boden unter den Füßen verloren. Tja, vielleicht habt ihr jetzt das gleiche unangenehme Gefühl wie ich dabei bei dieser Antwort. Man kann das jemand anders vielleicht anmerken, der irgendwie keinen Boden mehr unter den Füßen hat, keine Achtsamkeit mehr hat. Aber wenn ich keine Achtsamkeit habe, merke ich das dann. Wenn ich keine Achtsamkeit habe. Tja, schwierig. Da kommt dann der spirituelle Freund rein, die Notwendigkeit, einen Lehrer zu haben, jemanden, der einen wieder auf den zurückbringt. Es ist sehr schwierig, da durchzukommen mit dem Hilfsangebot. Warum kann die Meditation für den einen eben so positiv sein, für den anderen löst es Psychosen aus? Das ist jetzt meine Hypothese, dass die falsche Einstellung zur Meditation, Miccha Sankappa, falsche Absicht, falsche Denkweise, Ausrichtung, der Auslöser sein könnte. Nicht nur jetzt im konkreten, aktuellen Fall, aber wenn wir jahrzehntelang mit so einer Einstellung praktizieren, dann führt das zu Gewohnheiten, dann führt das zu Verhaltensmustern, die dann vielleicht irgendwann mal zu so einem Punkt kommen. Oder wer weiß, vielleicht sind diese Anlagen zur Psychose von falsch ausgerichteter Praxis aus dem früheren Leben. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen, das ist jetzt nur, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Also wenn Gedanken der Entsagung fehlen, dann bleibt übrig die falsche Ausrichtung, das haben wollen. Ich will was haben von der Meditationspraxis, ich will was dazu bekommen, statt loslassen. Wenn das Nicht-Übelwollen fehlt, ja, bleibt Übelwollen übrig. Abneigung, ich will mich abgrenzen. Irgendetwas will ich nicht haben. Oder das Dritte, ich will irgendwas nicht sehen. Wenn ich sage, Spiritualität besteht nur aus Meditation und nur aus dieser Technik, ja, dann ist natürlich das Ego-Bild, ich bin jemand, der diese Technik ausübt, schon ein sehr eng umgrenztes. Da ist nicht so viel Spielraum mehr da. Was zu festhalten. Mein Lehrer. Oder diese Gegenüberstellung von Praxis und Alltag. Wenn ich das, was ich formale Praxis oder das, was ich für Praxis halte, mache, dann geht es mir gut. Und wenn ich im Alltag bin, dann geht es mir schlecht.
bei vielen so. Retreat-Junkie-Mentalität. Wenn ich im Retreat bin, dann geht es mir gut. Wenn ich auf der Arbeit bin, geht es mir schlecht. Die Tendenz, etwas aus der Meditation zu ergreifen, etwas davon haben zu wollen, festhalten zu wollen, statt loslassen zu wollen, führt natürlich auch gerne mal zur Selbstüberschätzung. Ein aufgeblähtes Ego aufgrund der formalen Meditationspraxis. Da gibt es Leute, die haben, das hat Ajahn Chattopadhyay immer, Mickey-Maus-Einsichten gehabt, irgendwas kapiert, oder sie meinen, sie haben was kapiert, oder sie haben ein Buch gelesen und plötzlich erscheint ihnen das plausibel und dann fangen die an, Meditation zu lernen. Dhamma-Lehrer. Oder wenn tatsächlich was da ist an guten Ergebnissen, Sammlung zum Beispiel, eine Selbstüberschätzung, sich besser fühlen als andere. Das ist nichts Neues, das finden wir auch schon in den Suttas Beispiele. Da zieht ein Mann aus guter Familie, aus Vertrauen vom Leben zu Hause fort in die Hauslosigkeit. Er erlangt Konzentration oder Sammlung. Er ist über jenes Erlangen von Konzentration erfreut und seine Absicht hat sich erfüllt. Aufgrund dessen lobt es sich selbst und würdigt andere herab. Ich bin konzentriert, mein Herz ist einspitzig, aber diese anderen Bhikkhus sind unkonzentriert mit abschweifendem Geist. Ein anderes Beispiel. Ein unrechtschaffender Mensch, der gebildet ist, erwägt. Ich bin gebildet, aber diese anderen Bhikkhus sind ungebildet. Somit lobt er sich selbst und würdigt andere herab aufgrund seiner Bildung. Auch das ist der Charakter eines unrechtschaffenen Menschen. Ein rechtschaffender Mensch erwägt. Es geschieht nicht aufgrund von Bildung, dass Geisteszustände der Gier, des Hasses und der Verblendung vernichtet werden. Auch wenn jemand vielleicht ungebildet ist, jedoch den Weg eingeschlagen hat, der mit dem Dhamma im Einklang ist, den richtigen Weg eingeschlagen hat und sich gemäß dem Dhamma verhält, so sollte er dafür geehrt werden und gepriesen werden. Indem er also die Ausübung des Weges an erste Stelle setzt, lobt er sich nicht selbst aufgrund von Bildung, noch würdigt er andere herab. Ein unrechtschaffender Mensch tritt in die erste Vertiefung ein und erwägt, ich habe den Erreichungszustand der ersten Vertiefung erlangt, aber diese anderen Bhikkhus haben den Erreichungszustand der ersten Vertiefung nicht erlangt. Er lobt sich selbst, würdigt andere herab. Ein rechtschaffender Mensch erwägt, Nicht-Identifikation sogar mit dem Erreichungszustand der ersten Vertiefung ist vom Erhabenen verkündet worden. Womit sie sich auch immer Vorstellungen machen, es ist anders als das. Indem er also die Nicht-Identifikation an erste Stelle setzt, lobt er sich nicht selbst aufgrund seines Erreichungszustands der ersten Vertiefung und würdigt andere nicht herab. Der Unterschied ist, beim ersten Fall sagt er, es geht auch ohne Bildung. Aber im zweiten Fall sagt das nicht. Aber er sagt, man soll sich nicht damit identifizieren. Hier, ich bin der große Meditations-Superstar, weil ich die erste Vertiefung kann, oder zweite oder dritte, was auch immer. Tja, dann muss ich mich natürlich selber fragen, warum sitze ich hier und halte einen Dhamma-Vortrag? Das ist natürlich auch ein grober Fall von Selbstüberschätzung. Also zumindest, wenn ich den Maßstäben gerecht werden wollte, den einige unserer Lehrer uns in Thailand gegeben haben, die gesagt haben, also fang erst lernen an, wenn du A, Dhamma gesehen hast, B, soweit bist, dass du von den achtweltlichen Dhamma, Lob und Tadel und so weiter nicht mehr erschüttert wirst, also dann dürfte ich hier nicht sitzen, dann müssten wir beide den, die irgendwas aus dem Buch gelesen haben, das Feld überlassen, und das wollten wir dann doch nicht. Also in Deutschland haben wir nicht so viel Auswahl. Also auch wenn ich hier schlaue Reden führe, ihr könnt euch sicher sein, das geschieht mit einer gewissen Portion Demut. Eine Sache, wo falsche Absicht im Doppelpack auftreten kann und die ganz besonders verderbenbringend ist, ist, wenn Lehrer und Schüler sich sozusagen gegenseitig den Ball zuspielen. Das ist so, wenn so Meditationslehrer, Dhamma-Lehrer
ihren Schülern sagen, du bist jetzt ein Strom eingetretener. Das, was du mir gerade erzählt hast über deine Meditation oder was ich in deinem Geist sehe, du bist ein Strom eingetretener. Und der Schüler gibt den Ball zurück. Entweder, weil er was sagt, oder es ist auch gar nicht notwendig. Also Lehrer, die so etwas tun, die dann umgeben sind von lauter Schülern, ihren Schülern, die alle Strom eingetreten sind, die müssen natürlich noch was viel Besseres sein. Also sozusagen ein erfolgreicher Lehrer, der lauter kleine Arias heranzüchten kann. Es ist doppelt gefährlich und für beide Seiten natürlich. Gegenseitige Bestätigung. Fälle, wo dann Gruppeninterviews abgehalten werden und der Lehrer dann genau sagt, was man da in der Meditation gefälligst zu sehen hat, dass man eben auch so ein Sternchen kriegt. Ja, da ist der Dämon schon vorprogrammiert, dass man das dann auch tatsächlich irgendwann sieht in der Meditation oder sich einbildet, das zu sehen. Und dann bekommt man das Sternchen vom Lehrer und der Lehrer bekommt das Sternchen zurück, weil er jetzt wieder einen mehr hat. Mit Sternchen um sich herum. In dem Zusammenhang auch ein beliebtes Spiel mit falscher Absicht ist, die Verantwortung für die Praxis an den Guru abzugeben, an den Lehrer abzugeben. Umsicht bedeutet, dass wir selber bei uns schauen, dass wir zwar den Rat von jemand anderem annehmen können und auch suchen und auch gut daran tun, uns auch kritisieren zu lassen. Aber letztendlich die Verantwortung haben wir selber für die Praxis. Und wenn wir dann so abhängig sind von einem Lehrer und dann entspricht er gar nicht unserem Bild, was wir so auf den projiziert haben, so dieser Heilige, dann Enttäuschung, Zusammenbruch, kann dann in eine andere Form von falscher Absicht gleiten. So dieses, der Lehrer ist dran schuld, dass man nicht vorwärts geht oder die falsche Meditationstechnik oder die ganze Lehre taugt nichts. Das bekannte Syndrom des Guru-Hopping und Spiri-Shopping. Ich will damit nichts dagegen sagen, dass man sich gründlich umschaut und auch überlegt, was man denn praktizieren möchte. Das ist schon wichtig. Mit richtiger Absicht wäre der Umgang mit einem Lehrer ein balancierter. Selbst wenn der Fehler hat, kann ich dankbar sein, kann ich das, was ich für gut halte oder sehe, dass es gut ist oder wo ich sehe, der wird seinen eigenen Lehren gerecht, das kann ich annehmen und dankbar dafür sein. Und das, was ich an Fehlern sehe, dafür muss ich das, was gut ist, nicht ablehnen. Sondern ich sehe, das ist ein Fehler, dann kann ich schauen, habe ich das in mir selber. Ich sehe ja schon, dass es nicht gut rüberkommt, wenn jemand sowas hat. Dann kann ich gucken, habe ich das in mir? Und wenn ich sehe, ja, habe ich, dann kann ich daran arbeiten, es loszulassen oder zu überwinden. Weiteres Beispiel falsch gelenkter spiritueller Praxis, was so ein bisschen mehr dann auf dem intellektuellen Gebiet abläuft, ist so, wenn ich dann als Waffe hernehme, so die Anatta-Waffe oder die Nicht-Dualitäts-Waffe oder Leerheits-Waffe. Immer wenn jemand mich kritisiert oder wenn mir irgendwas nicht richtig ist, dann naja, alles leer, alles Anatta. So das Dhamma-Cleverle rauskehren. Der Einstellung habe ich natürlich keine Chance, jemals einen Kalayanamitta, einen spirituellen Freund zu bekommen, der mich korrigieren kann, wenn bei mir was schief läuft. Kann ich immer auf die Seite springen, so wie der Torero Anatta. Wir haben gerade in dem Jahr öfter schon darüber geredet, wie notwendig das ist, bevor man alles loslassen kann, erstmal ein heilsames Selbstbild und eine heilsame innere Einstellung zu entwickeln. Weiterer Fall von falscher Absicht. Es
wenn wir Meditation als Droge verwenden, damit meine ich jetzt nicht, dass wir süchtig werden nach Samadhi oder sowas. Das Problem mit der Sammlung ist nicht die Sammlung selbst. Wenn wir im Zustand der Sammlung sind, können wir nichts Unheilsames tun. Dafür kann man, für Sinnesobjekte bringen sich die Leute um. Lügen, stehlen. Für Samadhi ist völlig unmöglich, völlig sinnlos. Nur, wenn wir, wie dieser eine, den ich eingangs erwähnt habe, der unbedingt seinen Platz haben wollte, wenn wir Samadhi in den falschen Kontext stellen, dann kann es schief laufen. Denn wir praktizieren ja nicht die Sammlung, um etwas zu bekommen. Wir praktizieren Sammlung, um ein Werkzeug in die Hand zu bekommen, mit dem wir loslassen können, mit dem wir Dinge durchschauen können. Gilt auch für andere Aspekte der Praxis, zum Beispiel Metta. Ist eigentlich dazu da, Grenzen abzubauen, die Grenze zwischen uns und anderen zu überwinden. Nicht Übelwollen zu entfalten. Aber wenn wir Metta praktizieren, so als Feeling Good Meditation, dann kann es auch sein, dass das in die falsche Richtung gelenkt wird. Richtung Lust zum Beispiel, Anhaftung. Nicht Metta selbst, sondern eben diese fehlgelenkte Einstellung. Vielleicht kein Zufall, also von denen, die mir so einfallen an Mönchen, die gescheitert sind aufgrund sexueller Skandale, da waren einige dabei, die so ausgeprägte Metatypen waren. Das Problem ist nicht Metta, das Problem ist die falsche Einstellung. Warum praktiziere ich das? Um gut rüberzukommen? Oder will ich wirklich mein Herz weit machen? Dasselbe Asubha-Meditation habe ich schon gesagt. Also es könnte statt zur Ernüchterung auch dazu führen, dass ich mein negatives Verhältnis zu meinem eigenen Körper stärke. Ein großes Thema in Sachen falscher Absicht ist Idealismus. Wie die Dinge sein sollten oder wie sie nicht sein sollten, im Gegensatz zu dem, wie sie einfach sind. Meine Praxis sollte so sein. Ich sollte so und so lang sitzen können. Ich sollte dies und jenes erreichen können. Die Mönche sollten so und so sein. Der Meditationsraum ist zu kalt oder zu warm. Idealismus, wenn man ständig auf den Gipfel schaut, statt auf den nächsten Schritt, der vor einem ist. Ich will Erleuchtung erlangen. Das kommt automatisch, weil was ist überhaupt Erwachen, Befreiung oder meinetwegen Erleuchtung? Ja, um da überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, muss man dem schon relativ nah sein. Also je weiter ich davon weg bin, desto mehr neige ich dazu, es haben zu wollen. Desto weniger verstehe ich, dass es was mit Loslassen zu tun hat. Oder die Praxis als Wellness-Technik oder Maßnahme zu verstehen. Ja, wir versuchen, unsere Praxis in unser Leben zu integrieren. Wir versuchen, das Leiden zu verstehen, nicht nur irgendwie mal auszublenden. Klar, es ist durchaus okay, dass es uns auf dem Meditationskissen gut geht. Aber letztendlich tue ich das, damit ich mit den unangenehmen Dingen im Leben besser umgehen kann. Ist kein Aussteigen. Manchmal hat man so den Eindruck, wenn dann so mit süffigen Begriffen rumgeschmissen wird, Ultimate Reality, Non-Duality, absolute Wahrheit, Erleuchtung. Sowas kann zu einer Droge werden, der einem irgendwie den Blick dafür versperrt, worum es eigentlich geht. Gegenteil wäre, statt Erleuchtung erlangen, ich will diesen Schmutz loswerden, ich will dieses Schlechte aus mir herausreißen, ich will nicht mehr so sein. Aber in dem Moment, wo ich Abneigung gegen etwas habe, dann bestätige ich das ja erst, dann mache ich das zu einem Ding, statt zu sehen, okay, das, was nicht in Ordnung ist, ist nicht in Ordnung, da muss ich dran arbeiten, das ist ein Prozess. Ich
bin nicht so, sondern es sind bestimmte Ursachen zusammengekommen, die sich in einem Verhalten äußern, was ich korrigierenswert finde. Ja, dann arbeite ich daran. Aber in dem Moment, wo ich es loswerden will, wegdrücken will, da verknöchert das ja noch mehr. Unterdrücken, verleugnen, hassen, sich selbst hassen, ist was ganz was anderes als loslassen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie falsche Denkgewohnheiten, Mitja, Sankapa, den Boden bereiten dafür, dass irgendwann in unserer Meditation die Dämonen auftauchen, dämonische Gedanken auftauchen. Wenn dann das Samadhi, wie ich vorhin schon mal erklärt habe, nicht genügend Achtsamkeit mit sich hat, dann kann es sein, dass diese Schärfe des Geistes, da hört das Flimmern auf. Normalerweise unsere Gedanken ist ein ständiges Flimmern. Aber wenn der Geist zur Ruhe kommt, dann hört das Flimmern auf. Dann werden die Dinge deutlicher. Aber die Achtsamkeit ist nicht stark genug, dass wir bei unserem Meditationsobjekt bleiben. Wir rutschen ab auf einen von diesen dämonischen Gedanken und dann ist der Dämon da. Das Hai, was wir vorher aus der Sammlung bekommen haben, das verflüchtigt sich dann. Dann kann es unangenehm werden und wir wissen plötzlich nicht, woher das kommt. Insbesondere, wenn die Verankerung, die Erdung im Körper nicht da ist. Abdriften in Ideen, in Wolkenbilder, Fantasien, die dann plötzlich unheimlich real werden. Was kann man tun? Was ist das erste Anzeichen von einer Psychose? Ich weiß es auch nicht. Wenn in der Praxis unangenehme geistige Gefühle auftauchen, das muss noch nicht unbedingt schlecht sein. Es könnte auch Ernüchterung, Ergriffenheit sein. Aber normalerweise ist das Loslassen schon etwas Befreiendes. Es kann sein, dass wir noch gewisse Widerstände dagegen haben. Es kann sein, dass wir durchaus korrekt praktizieren und es mal vorübergehend mit Trauer über die entschwundene Unschuld zu tun hat. Dass wir plötzlich sehen, hoppla, ich habe keine Zeit mehr zu verschwenden. Ich habe die Verantwortung zu übernehmen. Das kann unter Umständen schon auch ein bisschen wehtun. Aber ich denke doch, dass auch so eine gewisse Erleichterung damit verbunden ist. Aber wenn diese Erleichterung nicht da ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, nachzuschauen, ob meine Absicht stimmt. Oder erstmal als Notmaßnahme die Intensität der Praxis reduzieren. Oder komplett stoppen. Vor allem, wenn es so Ein-Technik-Herangehensweisen sind. Schauen, ob da nicht irgendwie was anderes notwendig ist, was anderes noch fehlt. Gerade mit so sehr engen Herangehensweisen an die spirituelle Praxis, da ist dann oft nach einigen Jahren der Saft raus. Wir haben jetzt so viel da hinein investiert und es hat sich nichts getan. Wir können versuchen, die Absicht, die Ausrichtung unserer Praxis neu, das Feintuning neu einzustellen. Wir können schauen, ob wir irgendwo anders her Inspiration bekommen. Ich habe jetzt über 4 der 5 Indriyas oder spirituellen Fähigkeiten oder Kräfte schon gesprochen. Energie, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit, aber eine noch nicht genannt, nämlich Vertrauen. Vertrauen, wenn wir das Glück haben, irgendwelche verwirklichten Meister zu treffen, oder das Vertrauen in die Lehre, auch das Vertrauen in die eigene Praxis, zu sehen, ja, es tut sich ja was. Es ist was möglich, wenn ich es korrekt anstelle. Aber auch das Vertrauen, was uns hilft, den Ego-Trip ein bisschen zurückzuschrauben. Zu sehen, okay, da ist eine wunderbare Lehre da, aber ich habe sie noch nicht in der Tasche. Integration in unser normales Verhalten ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht irgendwie so auf den Trip kommen. Hier ich, der Meditierende, und hier der nicht meditierende Pöbel da draußen. Und auch die Integration in den Alltag.
Der edle achtfache Pfad, der umfasst nicht nur die Meditation. Ethik, ganz wichtiger Punkt. Also einer von denen, die ich vorhin erwähnt habe, Meta-Typ, Absturz, sexueller Skandal, ist auch in der Klapse gelandet. Da wäre Ethik eine gute Grundlage gewesen, um das zu verhindern. Zunächst mal ist Sila, sind Richtlinien. Aber wir üben die ja deswegen, sie zu Gewohnheiten zu machen, zu Verhaltensmustern zu machen. Verhaltensmuster, die es uns ermöglichen, Selbsterkenntnis zu betreiben. Das heißt, wo ich dann in den Spiegel schauen kann und sagen kann, es ist okay. Ich mache Fehler, aber es ist okay. Ich gebe mir Mühe. Aufrichtigkeit. Auch die Erkenntnis, dass die spirituelle Praxis nicht irgendwie so schnell ist, wie es unsere schnelllebige Welt in vielen Bereichen so gerne hätte. Das ist ein langsamer Prozess, für viele Leben möglicherweise. Aber Leute, die hier sitzen und einen Vortrag hören, haben möglicherweise auch schon viele Leben hinter sich in der Praxis. Das ist jetzt die gute Nachricht. Mit dem arbeiten, was wir sind. Wenn wir irgendwelche negativen Eigenschaften haben, Tendenzen, die anerkennen. Wir können immer nur da anfangen, wo wir gerade sind. Sie zu leugnen oder zu ignorieren, das bringt ja nichts. Die Ganzheitlichkeit der Praxis bedeutet, dass wir gerade uns die dunklen Stellen auch noch anschauen. Richtige Absicht bedeutet auch zu erkennen, dass wir das Leiden nicht reparieren können. Das ist so dieser Wellness New Age Approach, das sich in Samsara gemütlich einrichten. Das endet immer im Scheitern. In dem Meditationszentrum, wo ich gearbeitet habe, da stand in einem der Dormitories ein Spruch an der Wand. Das größte Leiden ist der Versuch, Leiden zu vermeiden. Durchaus richtig. Wir versuchen, Leiden zu durchschauen, zu erkennen, nicht nur daran zu leiden. Meditation ist eine besondere Zeit im Leben, weil wir da, ist sozusagen unser Labor, wir können da unter Laborbedingungen bestimmte Dinge üben, die wir dann im Alltag anwenden können. Es ist keine Auszeit aus dem Leben, sondern es ist eben eine besondere Phase, aber nichts etwas, was extra steht. Erwartungshaltung, das war Lungpa Tongdengs wichtiger Punkt. Man soll nichts erwarten von der Meditationspraxis. Erwarten ist immer haben wollen. Beziehungsweise wenn es den Erwartungen nicht entspricht, kommt dann diese negative Reaktion darauf. Innere und äußere Sinneskontrolle, auch eine wichtige Maßnahme. Da, wo wir die Möglichkeit haben, wo wir eine Wahl haben, versuchen wir eine weise Wahl zu treffen. Wenn wir die Möglichkeit haben, unseren Fernseher rauszuschmeißen, dann tun wir das. Das habe ich schon gemacht, lange bevor ich mit der Praxis angefangen habe. 1982 habe ich aufgehört, Fernsehen zu schauen. Wenn wir keine Wahl haben, wenn wir in einem Umfeld sind, zum Beispiel im Krankenhaus liegen, wo Fernsehen geschaut wird, versuche ich eben so weit wie möglich, mich nicht davon beeinträchtigen zu lassen. Die innere Arbeit. Was ist dann Sammasankhapa? Was ist denn der wirkliche Zweck unserer Praxis? Der Zweck der Praxis ist, wir versuchen ein inneres Klima zu schaffen, ein inneres Umfeld zu schaffen, bei dem wir ein bisschen locker lassen können von diesen Bildern, diese fixierten Selbstbilder, die wir von uns selber haben. Denn diese fixierten, festgefahrenen Dinge, das ist ja im Prinzip das Wesen einer Psychose. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der in seiner Praxis ein bisschen festgefahren ist oder sich an irgendwelche Rollenbilder hängt, psychotisch ist. Aber der Buddha hat gesagt, wir sind alle krank irgendwie, die wir uns an irgendwelchen Rollenbildern festhalten. Das tun wir eben alle. Nur wie stark wir uns daran festhalten. Das ist so ein bisschen der graduelle Unterschied, der ein bisschen an dem sich ablesen lässt, wie weit wir vielleicht schon in der Praxis gekommen sind. Nicht,
unser Samadhi, sondern wie weit wir mal ein bisschen locker sein können, wenn irgendwelche Dinge unser Ego ankratzen oder das bedrohen, was wir glauben zu sein. Das, was wir glauben zu sein, ist von Bedingungen abhängig. Das ist nichts Festes, das zu erkennen, dafür ein Klima zu schaffen, wo wir dies erkennen können. Das ist eigentlich der wahre Sinn unserer Praxis. Auf dem Meditationskissen und außerhalb. Und auch eben gerade dieses Außerhalb zum Bestandteil unserer Praxis zu machen. Das ist Samasankappa, die richtige Absicht. Leiden im Sinne der vier edlen Wahrheiten erkennen. Das heißt, nicht einfach nur drunter leiden oder es weghaben wollen, sondern sehen, dass es von Bedingungen abhängig ist. Wenn wir die vier edlen Wahrheiten erkennen, erkennen wir den achtfachen Pfad. Wenn wir den achtfachen Pfad erkennen, erkennen wir den zweiten Teil, richtige Absicht. Also richtig, die Absicht, richtige Absicht ist, die Absicht, richtige Absicht zu verstehen. Und diese rückbezügliche Aussage, die wir da rausziehen können, deutet schon ein bisschen darauf hin, dass das Ganze nicht so ganz einfach ist. Aber, und jetzt sage ich es zum dritten Mal, ein erster und ein sehr wichtiger Schritt ist, dass wir unsere Praxis in dem Körper erden. Körper, Achtsamkeit. Das ist die Erdung für den Wirklichkeitscheck. Und den Wirklichkeitscheck, den Bezug zu dem, was da ist, auch beibehalten, wenn mal die Meditation ein bisschen abhebt von diesem Soliden. Auch dann, wenn richtige Absicht da ist, wenn die Praxis gut läuft. Ja, letztendlich sind unsere sämtlichen Herzenstrübungen, auch wenn es noch gut läuft, die Dämonen. Mara, das ist der Oberdämon. Und mit diesem Dämon fertig zu werden, brauchen wir eben natürlich nicht nur richtige Absicht, sondern die anderen sieben richtigen Bestandteile des edlen achtfachen Pfads auch dazu, unter der Führung von richtiger Sichtweise. Und dann können wir mit allen Dämonen bis hin zum Oberkönig Nachtmar fertig werden. Jetzt komme ich zum Schluss mit der Übersetzung von dem Pali-Zitat vom Anfang. Nachdem der Bhikkhu mit Weisheit gesehen hat, sind seine Triebe vernichtet. Man sagt, er habe Mara blind gemacht. Er sei für den Bösen unsichtbar geworden, indem er dem Auge Maras den Zugang zerstört hat. Er hat die Verstrickung in die Welt hinter sich gelassen. Eben.